hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine schöne Woche und seid bereit für Wochenende vor. Ihr braucht nachher wieder die Matte und Handtuch über den Bescheid. Ich hoffe, ihr habt eine Schuhe an und was zu trinken dabei. Wie immer, wenn es zu laut zu leise ist, sagt mir Bescheid. Nutzt die Checkfunktion und kontaktiert mich. Ich gucke immer auf den PC und sehe, dass wenn irgendwas sein sollte. Cool, ich hoffe, bei euch klappt alles im Internet. Nicht, dass einer auch rausfliegt. Ich hatte irgendwie die letzten Wochen immer mal, dass welche rausgegangen sind. Rein, wieder raus, wieder rein. Also ich hoffe, euch klappt alles. Gut, dann machen wir uns erstmal warm. Mit guter Laune Musik. Gut. Bauch fest. Und wie immer ein Marsch. Schulter nach hinten tief. Die Nase einatmen, die Mund aus und schön die Beine hoch. 4, 3, 2, Hip rechts links. Die Arme mit. Beide Schultern. Schulter tief, Seite zu Seite. Die Arme nehmen leicht hoch. Geh nochmal weiter. Tipp, 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 tipp. Und die Fleisch. Step Touch. Schulter tief. Bauchfeste. Oberkörper gerade. Tipp, 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 tipp. Seite zu Seite. Arme ran. Jetzt. 3, 2, Bizeps vor. Arme locker. Ich hatte einfach mal wieder Lust auf diese Musik. Tipp, tipp. Erste Fußspitze abrollen. Viermal noch. Schön im Team. Beinwechsel links. Tipp. Arme gehen mit. Vor, vor, rück. Vor, vor, rück. Tipp. Erste abrollen. Links nach vorne, rechts nach hinten.
girl, you got mine. Jeez. Push up closer, don't be shy if you're looking for a girl. Just lay down your target. We can go to your place or go back to mine. Let's kick him off. Right. Let's smile. We got check. Arme locker. So, Achtung. Seite. Hände an die Wand. Spannung. Und deine Faust. Okay, leicht tief. Der Popo ist nach hinten. Knie bleiben immer hinten hinter der Fußspitze, okay? Immer wenn die Beine ein bisschen gebeugt sind. Leicht mit der Verschmutzung. Wir hören, das wieder. Hey, hey, von der Seite. Und bleib stabil, bitte. Kick, 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 kick. Aber hier. Und thank you.
So tief es geht. Achtung halten. Hier. Rücken gestreckt. Hier, zack. Push. So fertig, du spitze Hand oben. Push, push, push. Hit. 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 Vier. Drei. Zwei. Halte vier. Wechsel dein Bein. Hip. Bleib hier unten. Arme lang. Bleib hier unten. Achtung, push. Hier, push. Schön die Beine spüren. Vier, drei, zwei. Komm hoch. Marschieren. Das locker. Sehr gut. Super Übung. Oberschenkel Bauch. Alles, was du atmen und Schritte des Squats geht, kann gehen. Perfekt. Schön gemacht, was geht. Wer jetzt schon ein paar Wochen Livestream gemacht hat, kennt die Übung vielleicht schon. Arme hier, Schulterhöhe. Fäuste. Wieder Spannung. Hatten wir vor einem Monat das letzte Mal die Übung. Drei, zwei, Achtung, im Wechsel.
tief hoch, tief hoch, tief hoch, Arme hoch, tief, 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 thank you.
4, 3, 2, jetzt darfst du marschieren. Locker. Sehr gut, ein bisschen auslockern. Schön auslockern, du musst mal kurz frischen. Immer so ein bisschen Bewegung bleiben, das ist ganz wichtig. Wenn ihr was trinken wollt, trinkt einen Schluck, bleibt aber ein bisschen Bewegung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir ja mal beantworten, ob ihr freiwillig immer rausgeht und wieder reinkommt oder unfreiwillig. Wenn ihr freiwillig immer rein und rausgeht, dann bleibt lieber drinnen. Wenn ihr eine Pause machen wollt oder so, dann müsst ihr euch nicht auslocken, weil ich muss immer für jeden Einzelnen immer zum PC verlaufen. Und wenn ihr aus dem Internet geworfen werdet oder aus dem Programm, ist das natürlich was anderes. Wenn Gottes will, dann kommt bitte auf jeden Fall wieder zurück. Gut, machen wir weiter. Wir kommen wieder in die Position. Marsch, zwei Marsch. Lassen wir den Puls noch etwas nach oben treiben. Ich zeige das nicht nur eine Alternative, Gottes will. Wir haben ja hier das Außen und Innen, ne? Das geht. Ferse, Fußspitze. Gut. Okay. Dann andere Seite. Kennt ihr auch. Man muss natürlich immer mal wechseln, dass wir auch gleich ziehen. Kniebeug. Kennt ihr auch. Knie in der Fußspitze. Zieh. So, wer jetzt gleich den Sprung auslassen möchte, der macht immer eine Kniebeuge. Außen, außen, innen, innen. Geht tief. Dann wieder außen, außen, innen, innen, geht tief. Wieder außen, außen, innen, innen, geht tief. Das macht ihr so lange, bis ich irgendwann sage, Bein wechseln. Dann wechselt ihr das Bein. Das war hier. Hep, hep, tief. Das können wir erstmal alle mitmachen. Tief. Außen, außen. Also, ihr wisst die Alternative. Umso tiefer ihr geht, in der Übung, so anstrengend ihr wird. Wer mitbegehen möchte, außen, innen. Außen, innen, habt die Arme hier. Zeig von der Seite. Kopf raus. Oberkörper nach vorne. Kopf feste. Ferse mit der Spitze rollt ab. Wer hier in der Übung weitermachen möchte im Sprung, geht gleich mit mir weiter. Ansonsten geht ihr auch mit den Basics. Kein Problem. 4, 3, 2, die anderen wechseln. Und zack. Und zack. Die anderen wechseln das Bein. Okay, Achtung. Zack. Zack. Hoch. Ab. Hoch. 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 Macht mal weiter. Musik ist lauter. Zack. Zack. Bleibt im Kniebeuge. Hier treffen wir uns alle. Alle, alle. Sehr gut. Atme.
Schritte. Nächste Übung, die letzte Übung im Stand. Und danach gehen wir runter. Einmal noch Kniebeuge. Hände am Becken. Rechtes Bein. Fußspitze. Achtung, Zack. 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 Rechtes Bein. Zack. Zack. Wir gehen nur zwei Schritte. Zwei Schritte. Zwei Schritte. Humaner jetzt erstmal, gell? Das Standbein, das hält das Gewicht. Das macht die Arbeit. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen schneller zu werden. Hep, hep, zack, 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 zack. Arme entweder hier oder hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Achtung, hier. Hoch. Arme lang. Push. Rücken ist gerade und die reißen sich noch ein bisschen vor. Hoch. Wir kommen ins Anspannen. Schwung hoch. Schwung. 8. 7. Fußspitze angezogen. 6. Bauch fest. Den Rücken raus. 7. 7. 7. Kleine kurze Bewegung oben. Man spürt das meist auch ein bisschen mehr. Standbein, das muss ich ja auch balancieren. Ne? Wir machen weiter. Und vor. Arme lang. 4, 3, 2. Komm hoch, locker dich. Locker. Ist hier locker. Letzte Übung im Start, die andere Seite. Danach gehen wir runter. Bisschen auslockern. Position ist breit. Leichte Kniebeuge. Anderes Bein. Tipp, tipp. Tipp, tipp. Dicke, das Bein ist immer leicht gebeugt. Zieh. Welchen Abstand ihr das macht. Jedem selber überlassen. Standbein ist gebeugt, definitiv. Rücken gerade. Oh, jetzt war ich schon ein bisschen weit hinten. Zieh, zieh. Wir versuchen das schneller. Achtung. Tipp, 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 tipp. Intensiv mittrainiert haben, habt ihr vielleicht gespürt. Wollen wir den ein wenig lockern?
mobilisieren. Vielleicht sanft in die Knie. Dann gehen wir mit einer so schönen Welle vor und zurück. Arme vor, Welle zurück. Arme vor, Welle zurück. Wahnsinn, Oberrücken. Kinn anheben, Kinn auf die Brust. Oh, Schultern auseinanderziehen. Zurück und Welle vor. Welle zurück, Welle vor. Verhakt die Finger und zieh mal richtig den oberen Rücken. Zieh, Kinn auf die Brust. Zieh rund. Den ganz atmen. Langsam aufrichten, Hände ans Becken. Oh, und jetzt kommt hier das Becken dran. Vor zurück. Seht ihr das hier? Vor zurück. Schieb, schieb. Hier den unteren Rücken. Kurz lockern. Ziehen, ziehen. Atmen. Nochmal so die oberen Oberkörper in zwei Teile geteilt. Schieb, schieb, schieb. Und hier rechts und links. Ziehen, 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 ziehen. Na, Achtung, Hula-Hoop-Reifen ist ja momentan eher so ein Hype, ne? Hula-Hoop-Reifen. Locker lassen. Locker lassen. Vielleicht habt ihr sogar einen, dann wisst ihr die Bewegung im Hula-Hoop. Beine sind gebeugt, gebeugt, ganz locker. Könnt ihr die Arme locker lassen, Richtungswechsel. Eine super Mobilisationsübung für den Rücken, so ein bisschen locker lassen nach diesen ganzen Übungen. Auch nach der Sprungübung. Und dann strecken wir uns nochmal lang. Macht euch ganz, ganz lang und lasst euch langsam nach unten hängen. Versucht die Beine nicht zu strecken, es ist jetzt egal, ob ihr hier seid, hier oder hier, könnt ihr ruhig. Macht es lang. Und roll dich intensiv nach unten, Rücken wieder Wirbel für Wirbel auf. Streck dich da mal, lass dich leicht nach hinten gehen, langsam und langsam wieder locker. Gut! Wir sind bereit, um nach unten zu gehen. Wie gesagt, ihr könnt einen Schluck trinken, bitte. Holt mal eure Matte und wartet bitte, wir gehen gemeinsam runter. So. Ihr bekommt wieder eine andere Perspektive. So. Musik wird nachher auch wieder lauter, keine Sorge. Jetzt haben wir ja schon einiges für die Beine und für den Poppes getan. Kommt noch mal ein bisschen mehr der Bauch dann dran. Tut euch mal eine Richtung aus und dann macht den großen Ausfallschritt und geht langsam tief. Rücken gerecht in den Vierfüßlerstand. Und wenn wir hier sind, dann macht Popo ganz weit hinten, streckt euch noch mal lang. Lasst den Kopf locker, schiebt die Arme weg. Und dann kommt er auf die Seite. Und ihr habt ja dann bleiben wir gerade. Nachher kommt natürlich noch die Brettübung natürlich dran, aber jetzt kurz einfach mal schräge Bauchmuskeln. Gerade Bauchmuskeln sind immer etwas dabei. Ihr sitzt jetzt auf der, oder liegt eher gesagt auf der Seite, habt den Ellbogen unterhalb der Schulter. Wichtig ist aber kein Chill-Modus, sondern aus der Schulter heben. Seht ihr den Unterschied? Hier, wenn ich sage, aus der Schulter heben, dann drückt ihr dich raus, richtig raus. Stolze Haltung, okay? Hinten aus dem Popomuskel, hier auf das Weiche. Zack, 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 da hinten seid ihr. Der andere Arm stützt uns noch ein wenig und dann zieht ihr jetzt die Beine mal hoch. Bisschen mehr geöffnet, mehr in diesen 90-Grad-Winkel hier. Und dann heben und senken wir die Beine, hoch und ab. Tief und hoch. Einatmen, aus. Ihr macht mal weiter. Lied ist so lustig, mit lauter machen. Zieh. Hoch oder aus der Schulter hin, Beine geschlossen. Zieh. Ausatmen. Wenn es unangenehm ist noch, dann rollt euch euer Handtuch oder legt euch ein flaches Kissen. Flaches Kissen unter dem Popo. Tief und hoch. Zieh. Und hoch und ab. Zieh. Schulter tief. Ausatmen, ein. Fußspitze angezogen. Acht mal noch. Zieh. Vier noch. Und der Oberkörper geht so ein bisschen mit. Hier die andere Hand ist einfach nur abgestützt. Ganz locker. Kaum Gewicht. Das Gewicht hält hier die Körpermitte. Zieh. So, dann ziehen wir nochmal ran.
außer Schulter. Und jetzt versuchen wir lang. Lang. Wer das Langmachen auslassen will, hält einfach statisch. Okay? 8, 7, 6, noch auf der Schulter. Hälfte, 4, 3, 2. Halt in der Streckung, 8. Schulter locker, halt die Streckung. Atme, mach feste. Hoch das Bein, 4, 3, 2. Langsam. Langsam hoch. Wechsel die Seite, nimm die Füße zur anderen Seite, bitte. Now let me see your dark legs. So, jetzt wisst ihr ja schon, was auf euch zukommt. Ellbogen unterhalb der Schulter, wieder aus der Schulter heben. Und wie gesagt, wenn es unangenehm war, legt euch das flache Kissen hier im Bereich des Beckens, des Gesäßknochens. Oder sonst hinten auf den Bauch, Beine übereinander, gebeugt hier 90 Grad Winkel hier runter. Andere Hand, sanft auf die Handfläche. Nicht abschütteln. Hier die Körpermitte hält. Die Körpermitte hält. Und der Rumpf, der kann ruhig immer ein bisschen mitgezogen werden. Ganz leicht, nicht zu stark. Ohne Bodenkontakt, die Beine hoch und tief. Einatmen und wieder aus. Und ausatmen. Bisschen noch ziehen. Ziehen. Achter. Für den Rumpf ein bisschen mitnehmen. Ziehen. Kaum Gewicht auf den Händen. Hälfte haben wir. 4, 2. Und entweder gehalten oder lang. 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 Spitze angezogen. Ziehen. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Und hier schafft ihr noch. Ziehen. Schön lang. Ziehen. Und dann nochmal 8 Sekunden halten. Halten. Hoch das Bein. Aus der Schulter hin. Hier. Hände kaum Gewicht. Kleine Runde noch. 4, 3, 2. Langsam. Locker. Gut. Bisschen nach vorne. Lasst euch einfach mal hängen. Macht nochmal einen richtigen Bogen. Komplett hängen lassen. Schulter locker. So. Kurze Runde im Sitz, bevor wir auf den Rücken gehen. Ferse aufstellen. Mach dich lang. Ihr schaut mit dem Blick die ganze Zeit zu mir. Ich drehe mich nur zur Seite, dass ihr es besser sehen könnt. Übung. Rumpf gestreckt. Schön lang. Dann könnt ihr, wie gesagt, den Stock verschlucken. Beine hüftbreit, die bleiben parallel drüber. Stellt euch vor, ihr habt hier einen Ball. Und den haltet ihr fest, nicht, dass die Beine auseinandergehen. Schön festhalten, diesen imaginären Ball. Arme lang, dann geht ihr langsam nach hinten bis zu eurer Grenze, sodass ihr den Rücken gerade halten könnt. Aber auch noch weiter die Spannung. Wenn es zu stark ist, kommt ihr immer wieder ein bisschen hoch. Weil sonst kommt ihr irgendwann in den Rücken. Deswegen immer schön gestreckt. Gerade jetzt über den Livestream, wo ich es nicht alle sehe oder fast kein, wäre es mir ganz wichtig, dass ihr wirklich selber kontrolliert, dass ihr gerade bleibt. Arme lang und dann zieht ihr mal hier einen Wechsel. Macht es mal weiter. Ihr wisst auch, was zu achten ist. Sechs von vorne. Schön in die Ecke. Schaut da tief. Tief, 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 tief. Schön in die Ecke. Ihr spürt das bis zum Lastbereich. Bestimmt. Rechtes Bein hoch. Weiter Rotation, lass den Rücken gerade. Wechsel das Bein. Schön in die Ecke. Wechsel das Bein. 4, 3, 2. Letztes Mal Wechsel. Auf geht's. Rücken gerade. Rücken gerade, Bauchfeste. Beine stabil. 4, 3, 2. Halte. Und langsam hoch. Lass dich hängen. Sehr gut. Lass dich einfach mal hängen. Bleib bitte so. Nur ich drehe mich zur anderen Seite. Nur damit ich den Bildschirm besser sehen kann. Greift euch ein, Kniekehle eurer Wahl. Macht euch mal richtig rund. Und rollt euch Wirbel für Wirbel nach unten. Ah, das tut gut, oder?
So, ihr dürft euch mal richtig lang strecken. Mach mal die Arme lang, die Beine lang, heb den Rücken ein bisschen an. Streck dich mal richtig. Zieh. Tief ein- und ausatmen. Mal rechts und links lang ziehen. Und nochmal die Knie ranziehen, kleines Päckchen machen. Kinn auf die Brust. Immer wenn ich die eine Seite strecke, muss ich mich auch um die andere Seite kümmern. Immer mit den Gegenspielern auch arbeiten. Genau, ein bisschen hier lockern, mal so leicht nach links und rechts pendeln. Kann man das gut sehen? Ich habe die Beine geschlossen und lasse die Knie so ein bisschen nach rechts und nach links schieben. Und mein Becken geht mit. Einmal ein bisschen lockern. Gerade bei so stabilen Haltungen finde ich es immer persönlich danach auch nochmal so ein bisschen was für den Rücken kurz zu tun. Gut, klassischer Basic Crunch beginnen wir. Wir gehen weiter. Ferse stellen wir auf, hüftbreit. Der Rücken, ganz wichtig, goldene Regel, immer zum Boden drücken. Hände an den Hinterkopf. Und dann beginnt ihr erstmal mit dem Basic Crunch. Also ihr achtet darauf, dass der Rücken zum Boden bleibt. Zwischen Kinn und Brust bleibt ein bisschen Platz. Ellbogen zur Seite und wir schützen mit den Händen euren Hinterkopf. Ein Bein hoch. Anderes Bein. Lass den Oberkörper oben und mach die Kicks. Bauchfeste. Und wie streng ihr die Beine nehmt, das müsst ihr selber bestimmen. Entweder hier oder hier unten. Rücken zum Boden. Blick zur Decke. Atmen nicht vergessen. Ein- und ausatmen. Acht schnelle. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mach langsam. Nimm die Arme mit. Achtung, Hände an die Ferse. Hände an die Ferse. In die Rotation. Blick zur Decke. Wer möchte, kann schneller werden. Kein Muss. Genau, die Kopf wird ablegen, wenn ihr wollt. Dann wieder hoch. Schön angekippt. Hip, hip, hip. 8 Sekunden. 4. Mach weiter, wenn ihr langsam macht. Sehr, 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 wieder den Hinterkopf. Langsam. 7. Oh, nimm Wechsel eine Ferse ab, dann die andere. Oh, mach dich lang, streck dich. Sehr gut, gute Power-Einheit. Lang machen. 10, 10, 10. Und immer mal mit die Knie ranziehen. Zwischendurch lockern. Perfekt. Gut. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit den Bauchmuskeln, machen wir noch etwas für den Popo. Oberschenkel, Außen- und Innenseite. Dann haben wir wirklich einmal komplett heute sowieso das Bein umrundet und durchtrainiert. Ihr stellt die Fersen auf. Die Übung haben wir jetzt auch schon einige Wochen nicht gemacht. Zwischen Wade und Hochoberschenkel, Innenseite. Bleibt ein bisschen Platz. Wenn ihr zu weit öffnet, werdet ihr gleich merken, der Muskel, der streikt und es gibt einen Krampf. Zu eng wird es sehr unangenehm für die Knie irgendwann. Also versucht, einen Mittelweg zu finden, ein bisschen Platz zu lassen. Arme locker, Handfläche zur Decke, dass die Schultern entspannt bleiben. Und dann kommt ihr mal mit dem Becken hoch. Atmet. Auch wenn wir keine Utensilien haben, wie sonst im Kursraum ist, dass wir mal das Step benutzen können, mal Gewichte oder mal Bänder. Es gibt immer Möglichkeiten, trotzdem jede Woche das Training anders und kreativ zu gestalten. Ich hoffe, das kommt auch so rüber und dass es nicht langweilig wird. Okay. Dann Becken hoch. Bobo ist angespannt. Wie gesagt, rechtes Bein geht jetzt nach oben. Das Becken bleibt oben. Vielleicht müsst ihr das linke Bein ein bisschen korrigieren, damit ihr einen guten Halt habt. Und jetzt mal hier kleine kurze Bewegung. Zieh, zieh. Da spürt ihr jetzt intensiv die Gesäßmuskeln. Wenn es zu unangenehm ist, hier, schaut mal links, dann geht komplett auf den Fuß. Kein Problem. Dann geht komplett auf die Fußsohle. Kann das verstehen, wenn es am Muskelgelenk unangenehm wird auf Dauer, geht auf die Fußsohle. Rechtes Bein ist gestreckt. Jetzt machen wir 4, 3,
zwei Halte oben und jetzt gehst du mal hier so ein bisschen zur Seite. Und dann nimm dir die Arme gerne mal ein bisschen höher auf Schulterhöhe und du nimmst das rechte Bein zur Seite, ich zeige es mal hier so, und kippst es, bitte nur so weit, sieht man das jetzt ja, kippst es bitte nur so weit, dass das Becken stabil bleibt. Sobald du merkst, aha, ups, weg ist das Becken, nein, hier zurück, Bewegungsraum verkleinern, auf jeden Fall den Bewegungsraum dann verkleinern. Becken hoch, nimm das Becken hoch. Runter. Vier. Drei. Komm hoch. Zwei. Und Achtung, hier nochmal Push hoch. Achtmal. Zieh, Fußspitze angezogen. Viermal noch. Vier. Drei. Zwei. Langsam absetzen. Auf den Popo kurz absetzen. Beine gerne etwas auslockern, wenn ihr wollt. Bisschen auslockern. Andere Übung, das ist jetzt die letzte Übung, die wirklich definiert nur für den Gesäß- und Beinbereich ist. Danach kommen wir nur noch zum Bauch. Also, wenn wir die Fersen aufstellen und wie gesagt, ganze Fuß, hüftbreit, bisschen Platz lassen für den Oberschenkel und Wade. Arme öffnen wir schon mal auf Schulterhöhe mit der Handfläche zur Decke und zack, den Popo hoch. Dann das linke Bein hoch, gestreckt. Und wir ziehen hoch und ab. Hoch und ab. Wieder intensiv Gesäßbereich, gerade rechts. Fußspitze ist angezogen. Links Bein gestreckt, wenn möglich. Wenn es jetzt ein bisschen gebeugt ist, ist nicht schlimm. Hoch und ab. Atme. Zieh. So, Achtung. Jetzt klappen wir mal zur Seite. Klapp. Und denkt wieder dran, ihr könnt auch so ein bisschen euer Becken festhalten, damit ihr garantiert, dass das Becken nicht abhaut. Oberschenkelinnenseite müsstet ihr spielen. Ziehen. Und ziehen. Seite, schiebt wieder ran. Popo hoch, nimm dein Popo ganz hoch. Achtmal, acht. Sieben. Fußspitze angezogen. Sechs. Lass die Schulter und die Arme locker. Denk ans Atmen. Zieh. Und zieh. Zweimal schaffen wir noch. Hip. Hip. Und kleine kurze Bewegung. Hoch und ab, gleich klappt man nochmal lang. Achtmal. Zieh. Auf geht's. Vier. Drei. Zwei. Und absetzen. Beine auslockern. Sehr schön. Letzte Kraftübung. Dann habt ihr es gleich geschafft. Das beliebte Brett. Natürlich. Über die Seite einmal in die Bauchlage. Wenn wir hier in der Bauchlage sind, nehmt ihr die Ellbogen unterhalb der Schulter bitte und die Fußspitzen stellt ihr hüftbreit auf. Alternativ aus dem Brett die Knie aufstellen. Das geht auch. Gar kein Problem. Ansonsten haltet ihr im Brett. Bauchnabel nach innen ziehen, aus der Schulter heben, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Halte hier. Bauch angespannt. Zieh. Halte. Atme. Kopf angehoben. Bauchnabel nach innen ziehen. Alternativ, wie gesagt, hier, ne? Bauch ist fest. Rechtes Bein über das linke. Und schieb vor zurück. Bauch ist fest. Rücken raus. Leg das gesamte rechte Bein vom Gewicht her auf das linke. Eins oben, schieb weiter. Step up, wechsel die Seite. Linkes Bein auf das rechte und schieb. Hier auf der Schiene, vor zurück. Schöne Bauchfeste, ne? Bauchnabel nach innen ziehen. Rücken raus, nimm das Bein hoch, schieb weiter. Rücken raus. Hier noch. Halte. Bauch fest und kiss. Letzte Übung für heute. Hep. Rücken raus. Auf der Schulter hin, ansonsten hier. Genau. Schieb,
schieben. Kurz bevor wir das Becken böse zum Boden schieben. Achtmal. Kopf angehoben. Zieh. Bauchfeste. 4, 3, 2. Letzte Runde. Geh auf die Knie. Sehr gut gemacht. Einmal Popo raus, schieb die Arme weg im V. Die haben uns ja auch etwas getragen, die Arme. Schieb sie von dir weg, schieb den Popo raus. Flick die Stirn ab, wenn ihr wollt. Und beim Ausatmen kommt ihr in den Vierfüßerstand. Nehmt mal die Hände unterhalb eurer Schulter, die Knie unter der Hüfte. Und dann macht ihr jetzt mal einen schönen Buckel. Also Bauchnabel nach innen ziehen. Brustkorb einziehen, Kinn auf die Brust, mach dich ganz, ganz lang. Ihr das richtig rund machen. Und dann schiebt ihr erst den Popo raus, Bauchnabel raus, Brustkorb raus, Kinn anheben. Mach so ein bisschen leichtes Hohlkreuz. Frisur sitzt nicht mehr. Und wieder Achtung. Popo rein, Bauchnabel rein, Brustkorb rein. Schiebt das Kinn auf die Brust, mach dich rund. Ganz, ganz rund. Atme hier aus und wieder öffnen. Ein. Und direkt wieder. Aus. Und wieder öffnen. Ein. Und nochmal. Und wieder öffnen. Arme und Beine bleiben unberührt. Es arbeitet wirklich die Wirbelsäule um. Von der Halswirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule. Ziehen. Zweimal. Letzte Runde. Kommt jetzt zur neutralen Position und schaut mal, dass wir, wenn wir jetzt gerade im Vierfüßerstand sind, werden wir eine super tolle Beindehnung mitnehmen. Rechtes Bein und rechter Arm lassen ein wenig Platz für das linke Bein. Linke Fuß geht zwischen rechten Bein und rechten Arm durch. Das sind meine Kinder im Hintergrund, falls du das gehört hast. Rechter Arm und rechtes Bein macht, wie gesagt, Platz. So, dann schiebt ihr das rechte Bein nach hinten. Das Becken zeigt zur Matte, ganz wichtig. Ne? Also weniger rausdrehen, sondern wirklich hier zur Mitte. Und dann schaut ihr, dass der linke Fuß, wenn möglich, soweit es geht, zur Seite schaut. Wenn es nicht ganz geht, ist nicht schlimm. Legt mal die Arme ab und jetzt nehmt ihr das Becken hier, zieht zum Boden. Und das rechte Bein gleitet wie auf Butter nach hinten. Lass den Kopf, den Rumpf locker. Ganz entspannt. Und wenn ihr das Gefühl habt, das linke Bein schläft zwischendurch ein, hier die Fußzehen ein bisschen bewegen. Ihr könnt auch die Schuhe ausziehen. Einfach mal die Füße ein bisschen bewegen, die Zehen ein bisschen bewegen. Tief ein- und ausatmen. Und dann langsam schiebt ihr euch wieder hoch, zieht das Bein ran. Und wechselt die Seite. Bleibt ruhig da, ich drehe mich nur um, damit ihr es sehen könnt. Ihr könnt ja so bleiben. Wieder Hände unterhalb der Schulter. Jetzt der linke Arm und das linke Bein machen ein bisschen Platz für den rechten Fuß. Fußsohle nach außen. Linkes Bein gleitet wieder wie auf Butter nach hinten. Und hier so weit, wie es geht, das Bein öffnen. Ein bisschen mehr öffnen. Legt den Rumpf ab. Und das linke Bein schiebt richtig nach hinten. Atme durch die Nase ein, durch den Mund aus. Zieh richtig deinen Rumpf nach vorne, leg ihn ab. Beweg den rechten Fuß zwischendurch. Schieb dein Becken noch ein bisschen mehr nach unten zum Boden. Komm langsam hoch in den Vierfüßerstand. Und wenn wir hier sind, dann krabbel dir zu den Knien, streck die Beine lang. Langgestreckt, versucht, wenn möglich hängen zu bleiben, nur so weit wie es geht. Wenn ihr höher müsst, ist es nicht schlimm. Und jetzt krabbelt ihr mal. Die Beine sind hüftbreit, okay? Die gesamten Fußsohlen bleiben zum Boden. Beine sind gestreckt und ihr krabbelt jetzt noch mit den Händen so weit wie es geht nach vorne. Irgendwann ist eine Grenze gegeben. Wenn ihr die Grenze überschreitet, passiert das hinten bei den Fersen. Versucht, dass die Fersen aufgestellt bleiben und ihr hier auf den Handflächen seid. Lass den Kopf hängen, lass die Schulter tief. Hier die Dehnung. Langsam wieder zurück. Und
und roll dich Schritt für Schritt nach oben auf. Schön langsam. Schulter nach hinten tief, ganz zum Schluss erst das Kinn anheben. Schön die Schulter nach hinten einmal kreisen lassen. Lass den Rumpf aufrecht. Ich bin jetzt kurz nicht mehr, ja, wird ein bisschen unscharf jetzt, aber ihr seht ja meine Umrisse, ist egal. Die Kamera beruhigt sich gleich wieder. Bein ein bisschen gebeugt, Schulter nach hinten. Schöne kreisende Bewegung. Sehr gut. So, über die Seite nehmt ihr die Arme hoch und zieht mal rechts und links. Links und rechts ziehen. Lass die Beine ganz soft. Macht mal weiter, bitte. Zieh mal nach rechts und zieh mal nach links. Und dann nehmt ihr die Hände zueinander. Die Beine schließen. Nein, meine Kamera möchte heute wohl nicht mehr. Und zieht nach links. Dann greifst du mal mit deinem rechten Handgelenk hier so ein bisschen nach. Zieh am linken Handgelenk ganz sanft. Zieh über die Seite. Lass das Becken zur Seite. Und langsam zur Mitte, streck dich lang, spür die Bauchdecke, greif um und zieh sanft wieder jetzt am rechten Handgelenk. Zieh sanft, atme. Oh, noch einmal Beine weit auseinander ins V. Und dann lässt du dich einmal nach unten hängen. Bisschen auslockern, rechts und links Schulter kreisen. Lass dich komplett hin und pendel mal nach rechts vorbei, nach links, Beine gestreckt. Komm zur Mitte und roll dich langsam auf. Streck dich nochmal lang, atme tief ein und aus. Und hier noch einmal strecken und beim Ausatmen einfach nochmal lockere Beine. Lockerer Rücken, ein bisschen auslockern, hier mit Schwung. Letzte Runde strecken. Und beim nächsten Ausatmen nur noch die Arme lockern lassen. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Auch wenn ihr jetzt ein bisschen verschwommen ist. Ich hoffe, ihr konntet die Dehnung soweit noch gut sehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wie ihr mitbekommen habt, ne, Fun Boy Mitte ist 25 Jahre alt geworden. Wer da noch Lust hat, Glückwünsche zu schicken, per E-Mail, da freuen sie sich bestimmt auch im Büro. Und hoffen wir auf ganz, ganz viele weitere Jahre und dass wir uns bald wiedersehen. Ansonsten weiterhin halten wir natürlich die Stellung und sehen uns am Montag wieder zum Rückenfit, Dienstag und Donnerstag auch. Ich wünsche euch von meiner Seite erstmal ein schönes Wochenende. Bleibt dahin gesund und wir sehen uns.